Schatz, wir waren um 16 Uhr verabredet. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Es ist 16 Uhr? Oh, du weißt doch ganz genau, dass ich immer mindestens eine halbe Stunde zu früh dran bin. Hey! Ich weiß, diese Serie heißt eigentlich Hallo Bulimie, weil mir meine Essstörung in der Vergangenheit einfach am meisten zu schaffen machte. Ja! Aber es gibt auch andere psychische Leiden, die mir das Leben schwer machen, zum Bleistift Depressionen. Wir kamen uns in der Schule immer so cool vor, wenn wir statt zum Beispiel zum Bleistift gesagt haben. Seht ihr, damals wussten wir noch die einfachen Dinge im Leben zu schätzen. Zum Bleistift sich im Spind verstecken und raushüpfen, um den anderen zu erschrecken. Ich war immer die Erschreckte, nicht die Erschreckende. Da meine Depression wieder auf Kuschelkurs mit mir geht, bin ich erneut mit einem altbekannten Thema beschäftigt. Und zwar dem Depressionsmanagement. Die Sprache ist vom Verwalten und Erledigen bestimmter Aufgaben, wenn man unter Depressionen leidet. Klingt beinahe so wie auf einem Amt. Nummer 14a bitte in Raum 607 kommen. Nummer 14a bitte in Raum 607. So kommen sie aber nicht dran. Wieso sollte ich drankommen wollen? Damit sich etwas verändert. Was für eine furchtbare Vorstellung. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich so richtig depressiv bin, dann geht bei mir gar nichts weiter. Es ist so ein bisschen wie ein Generalstopp in meinem Leben. Es werden die E-Mails nicht mehr beantwortet, Geschirr wird nicht abgewaschen, Lena wird nicht abgewaschen und es staut sich alles an. Der Haufen an unerledigten Aufgaben, manche vielleicht sogar mit dringender Deadline, wird immer größer und man selbst fühlt sich daneben immer kleiner und schwächer. Bis man eben nur mehr... Wenn ich eine Aufgabe löse, sind alle anderen immer noch da. Am besten mache ich gar nichts. Vorweg sei aber noch kurz ein altbekanntes Vorurteil angesprochen. Depressionen zu haben, hat nichts mit Faulheit oder dergleichen zu tun. Es ist so ein ekelhaftes Gefühl von Überforderung und Langeweile, von ich will oder brauche einen Sinn, aber ich sehe einfach keinen. Sie wissen, dass das hier ein wichtiger Termin ist? Ja. Und Sie wissen, dass es heute erledigt werden muss? Ja. Wissen Sie, ich würde Ihnen das wirklich gern abnehmen, aber wenn ich das mache, lernen Sie nie selbst mit solchen Situationen umzugehen. Sie wollen mir ernsthaft etwas abnehmen? Ja. Etwas abnehmen. Naja, fett bin ich ja auch noch. Und zur Differenzierung, Depressionen sind kein dreitägiges Stimmungstief. Es geht mir persönlich echt gegen den Strich, wenn Menschen einfach mal ganz inflationär das Wort depressiv verwenden, wenn sie eigentlich traurig oder gestresst meinen. Denn das entwertet dieses Wort und die dahinterstehende Krankheit. Heute wollte ich mir meine Lieblingshummussorte kaufen und nebenbei meine Serie anschauen. Und was passiert? Sie haben meinen Hummus nicht. Ich war so depressiv. Ich habe heute die Schmutzwäsche vom Boden in den Wäschekorb gelegt. Heute war ein guter Tag. Was? Meine Lieblingsserie hört auf? Manu, ich werde so depressiv sein. Ich habe heute die Schmutzwäsche vom Wäschekorb vor die Waschmaschine gelegt. Heute war ein guter Tag. Was? Meine Lieblingsserie hat ein mieses Ende. Was für ein Scheiß. Jetzt bin ich voll depressiv. Ich habe heute die Wäsche von vor der Waschmaschine in die Waschmaschine gelegt. Und morgen drücke ich den Knopf. Heute war ein guter Tag. Es gibt verschiedene Arten von Depressionen. Da aber in diesem Video weniger die Symptome als mehr der Umgang mit einer Depression im Fokus stehen soll, krabbeln wir einfach mal um die verschiedenen Ausprägungen herum und schauen, wie man trotz Depression keine Totalbremsung in seinem Leben erleiden muss.
Hier sind also meine Tipps für depressive Menschen, um wieder ein Stück weit mehr Lebensqualität zu haben. Aber nicht nur einfach zuhören, hier ist Nachmachen sogar erwünscht. Du meinst es, was die Depression angeht? Schätzchen, warum sagst du das bei meinem Thema nie? Schätzchen! Das Selbstexperiment. Wer von euch kann mit offenen Haaren kotzen, ohne dass was hängen bleibt? Schätzchen! Hilfestellung Nummer 1. Vergebe Sterne. Hand aufs Herz. Wenn man Depressionen hat, kann einen selbst das Duschengehen überfordern. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass jede Aufgabe, egal ob es sich um die Steuererklärung oder das Zähneputzen handelt, zur Herkulesaufgabe werden kann. Ein kleiner Trick, wieder mehr Überblick zu bekommen, ist den alltäglichen Aufgaben einfach Sternchen zu geben. Das heißt, du erstellst dir eine Skala von 1 bis 3, 1 bis 4 oder 1 bis 5 Sternen, je nachdem, was dir lieber ist. Einfache Aufgaben, die du mit links machst, bekommen einen Stern, die etwas schwierigeren zwei Sterne und so weiter. USW. Der Gedanke dahinter ist der, dass man sich selbst klar macht, dass zum Bleistift Mails anschauen im depressiven Dschungel zwischen allen anderen Verpflichtungen gar nicht so schwer ist, wie man eigentlich dachte. Man hinterfragt also dieses Überforderungs- oder Ohnmächtigkeitsgefühl. Ist Ohnmächtigkeit? Ohnmächtigung. Bleiben wir bei Ohnmächtigkeit. Man hinterfragt also dieses Überforderungsgefühl. War das gerade wirklich so schwer wie gedacht? Hilfestellung Nummer 2. Stelle den Schwierigkeitsgrad fest. Dir sind Sterne in deinem depressiven Weltbild einfach zu strahlend? Dann versuch es mit diesem Trick hier. Es ist schnell erklärt. Einfache Tasks bekommen eine 1, die etwas schwereren eine 2 und die ganz, ganz schweren eine 3. Auch hier geht es wieder darum, ein bisschen mehr Wirklichkeit in sein Leben zu bringen. Denn den Müll runterzubringen ist Welten entfernt von einem 8-stündigen Arbeitstag. Können wir nicht einfach hier reden? Sie meinen, während Sie am Boden liegen? Ja. Nein. Warum nicht? Weil ich auf Augenhöhe mit Ihnen reden möchte. Dann legen Sie sich neben mich. Oh Gott. Hilfestellung Nummer 3. Fange klein an. Da ich 1,60 bin, ist das sehr einfach. Das Schlimmste, was man seinen depressiven Geist antun kann, ist ihn zu überfordern. Ich habe inmitten meines letzten Tiefs aufgehört, Klavier zu spielen. Ich wollte jeden Tag zumindest eine Stunde Klavier spielen, bekam es nicht hin und fühlte mich deswegen noch schlechter als sonst. Ist aber ein toller Tipp, wenn ihr depressiv werden oder bleiben wollt. Stellt euch Anforderungen, denen ihr im Moment nicht entsprechen könnt und scheitert an ihnen. Und zwar kläglich. Die Depression freut sich. Sicher? Sie hat eine sonderbare Art, es zu zeigen. Was ich aber nach einiger Zeit meines Klavierdilemmas wegen gemacht habe, war folgendes. Ich habe einfach statt einer Stunde täglich 10 Minuten täglich gespielt. Und das ging sogar so problemlos, dass aus den 10 Minuten meistens 20 Minuten geworden sind. Und wenn man so richtig mies drauf ist, dann gibt einem sowas im Nachhinein das Gefühl, als hätte man gerade den Everest bestiegen. Ich meine, da ich ja eher in Real Life ein ziemlicher Winzling bin, habe ich schon das Gefühl, ich besteige den Everest, wenn ich auf den kahlen Berg hinaufkraxel. Hat niemand verstanden, der nicht in Wien wohnt. Ist okay. Hilfestellung Nummer 4. Zieh dich an und geh vor die Tür. Dieser Tipp wird deswegen erst jetzt genannt, da das mit Depressionen echt schwer sein kann. Du musst nicht weiß Gott was machen, aber setz dich in ein Café, bestell dir einen Tee und beobachte einfach das bunte Treiben um dich herum. Ich weiß, man neigt dazu, andere Menschen anzusehen und sich zu denken. Wow, so sieht jemand aus, der nie Probleme hat. Aber Mauserl, Liebling, Herzerl. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Niemand ist ohne Laster, ohne Kummer, ohne Sorgen. Und viele Menschen können oder wollen das gar nicht zeigen. Und außerdem kannst du keinen Menschen ansehen und genau wissen, wo gerade sein Schuh drückt. Wer zeigt schon, wie es ihm 24/7 wirklich echt geht? So verrückte YouTube-Leute vielleicht, aber ansonsten? Du bist nicht der einzige Mensch mit Problemen. Wir kennen alle auf unsere Art und Weise das Auf und Ab. Ja, stimmt ihr das auf und ab? Lena ist klug. Bitte Farbbalken. Wir kennen alle auf unsere Art und Weise das Auf und Ab des Lebens. Und der liebe Herrgott hat uns eine Zunge gegeben, damit wir unsere Gedanken verbalisieren können. Ist nicht wahr, er hat uns deswegen eine Zunge gegeben.
Das Piercing war sein Geld echt wert. What's that? Hilfestellung Nummer 5. Komme mit dir ins Reine. Eine Depression ist in ihrem Ursprung eine nach innen gekehrte Wut. Das wird besonders dann sichtbar, wenn es Menschen zu selbstverletzendem Verhalten oder Suizid treibt. Und da das hier ja mein letztes Video für 10 bis 12 Wochen sein wird, dachte ich, dass ich hier und jetzt etwas starte. Puh, jetzt wird's spannend. Und zwar eine Entschuldigung an sich selbst. Wenn ihr die Möglichkeit oder Muße habt, dann macht einfach mit via Instagram oder YouTube. Egal ob gesprochen, per Video, mit Text oder Zeichnungen. Es sieht wie folgt aus. Irgendwie fällt mir das jetzt doch schwerer, als ich gedacht habe. Ja. Ich will mir selbst an dieser Stelle sagen, Lena, egal was du glaubst, falsch gemacht zu haben, und egal, was du auch wirklich in den Sand gesetzt hast, es ist vorbei, du hast daraus gelernt und damit ist es gut. Lena, deine Depression hält dich klein, aber nur, weil man nicht scheitern kann, wenn man sich ständig klein macht. Dabei kannst du selbst mit deinen 1,60 riesig sein. Lena, du hast einen großen Teil deines Lebens aus der Position der depressiven Stagnation erlebt. Damit hast du einen Blickwinkel und Erfahrungswert hinzugewonnen, doch es ist Zeit, noch mehr Blickwinkel und Erfahrungswerte zu sammeln. Lena, ich verzeihe dir für deine Fehler, ich liebe dich für deinen Wahnsinn und ich weiß, dass die Dinge in ihrer Wirkung verstärkt werden, auf die man seine Aufmerksamkeit richtet. Und deshalb werden die nächsten paar Wochen genau das Richtige sein. Ich werde jetzt doch ein bisschen emotional, weil das ja doch mein letztes Video voll angezeigt ist. Ich wünsche euch wirklich alles erdenklich Gute für die nächsten paar Wochen. Ich werde in dieser Zeit keine Kommentare und auch nur sehr eingeschränkt Nachrichten beantworten, da ich ja wirklich etwas Abstand von allem gewinnen will. Aber so richtig weg werde ich auch nicht sein, denn dieser Kanal hier, Hallo an Lena, wird von einigen sehr engagierten Leuten, wie ich schon oft gesagt habe, betrieben, während ich weg bin. Das heißt, dort werden Videos hochgeladen. Keine Videos von mir, ein paar Videos sogar mit mir, aber einfach ein Ersatz. Wenn ihr hier mitmachen wollt, dann schreibt einfach unter dieses Video einen Kommentar und meine Sekretärin wird sich bei Ihnen melden. Hörst du, Mara, du bist plötzlich meine Sekretärin und ich zahle dich nicht mal. Ich knutsche euch alle virtuell ab. Ich werde ab und zu mal ein kleines Update auf Instagram posten. Ich werde aber jetzt nicht wahnsinnig aktiv sein, also wartet jetzt nicht zu viel. Passt auf euch auf, ich passe auch auf mich auf. Ich will es ja gar nicht sagen, weil dann das Video vorbei ist. Cooler Abschiedsgruß.